dem Marktplatz zu sein. Der Markt ist gefüllt. Vielen Dank an die Schulen, dass ihr wieder freigegeben habt. Denn es ist ja so Sitte in Strehla, dass alle 11:11 hier auf den Marktplatz kommen. Und auch unser Bürgermeister. Ich hoffe, er hat es nicht verschlafen in seiner Amtsstube. Er findet den Weg und er wird in wenigen Sekunden bei uns sein. Jawohl. Er schafft das, er kriegt das hin, wie es so Sitte ist hier in Strings an der City. Ja, liebe Herren, liebe Damen, unser Bürgermeister, ich muss sagen, unser Oberbürgermeister von String City, der ist jetzt hier angekommen und ihm übergebe ich jetzt das Mikrofon. Bitte schön. Danke, Herbert. Hallo, liebes närrisches Volk von Strehla. Ich freue mich, dass ihr gemeinsam mit uns die 5. Jahreszeit heute begrüßen wollt. Dann wird es dir den Größten auch noch geben. Ich wünsche euch natürlich alle viel Spaß, viel Erfolg in der Faschingszeit, schöne Veranstaltungen und vor allen Dingen einen duften Umzug. Auf unser Bürgermeister ein Drehwurst, Strehla! Ja, wir bedanken uns recht herzlich und ich muss sagen, die Kasse ist etwas schwer. Also es ist etwas drin, sie ist nicht leer. Nein, denn die Strehler Stadtkasse ist nie leer. Die kann ja nicht leer sein, weil wir sind ja ein reiches Völkchen. Ja, liebe Herren, und jetzt muss ich euch sagen, ihr wartet ja sehnsüchtig, wartet ihr auf das neue Thema. Aber zuvor gibt es natürlich wieder eine kleine Rede von mir. Was so in Strehla passiert oder was nicht passiert, einiges werdet ihr wiederfinden. Alles könnte ich nicht verarbeiten, aber ich habe es jedenfalls versucht. Von Strehlas längst vergangenen Tagen, da hörten wir die Leute sagen, ein Nachbar ist ein süßes Gedicht. Stringser Nachtleben heute gibt es nicht. Fischers Fritze und seine tüchtige Frau, die waren in Strings früher eine echte Schau. Frischer Aal aus der Elbe, heute ist ein Gerücht. Ein Fischgeschäft in Strings gibt es nicht. Strehla! Läufst du von A nach B in unserem Städtchen, begegnest du manch fesche Mädchen. Willst du aber besohlen die Schuhe bei Tageslicht? Schuhmacher in Strings haben wir nicht. Überall wird gesucht nach tollen Ideen. Schaut man herab von den Pönitzberghöhen. Wann bekommen wir die weiße Flotte wieder zu Gesicht? Ausflugdampfer kennen wir nicht. Strehla! Die Welt statt Leben schreibt so schöne bunte Bilder. Umgehungsstraßen haben viele Schilder. In Strehla schaut man fragend in jedes Gesicht. Autobahnanschluss haben wir nicht. Beschwerlich wird es in Strehlas Gassen. Willst du Mittagessen in der Woche fassen? Alle Gaststätten haben bis 17 Uhr dicht. 5-Gänge-Menü gibt es nicht. Strehla! In Venedig scheißen die Tauben von den Dächern. In Strehla stinken die Gullis aus allen Löchern. Dass Strings eine Unterwelt hat, ist ein Gerücht. U-Bahn-Anschluss haben wir nicht. Willst Zug fahren du durchs deutsche Land? Kommt Fahrplan statt bei der GDL aus erster Hand. Ob fahren wollen oder können, ist eine Spaßansicht. Verkehr mit Zug in Strings wollen wir nicht. Strehla! Jedermann an jedem Ort. Mehrmals in der Woche Sport. Willst du einmal im Mai Schlittschuh fahren? Ist nicht mal der Elbdeich zugefahren. Eissportpalast in Strings haben wir nicht. In den Amtsstuben wird oft die Frage gestellt, wie kommt man zu noch mehr Geld? Früher, da hatte Strings noch ein eigenes Gericht.
Eine Zollstation in Strela haben wir nicht. Strela! Doch einmal im Jahr, da ist Strela der Hit für Groß und Klein. Dann könnt ihr alle lustige Narren sein. Denn in der fünften Jahreszeit wird aus Strela Strings. Unter Elferath dirigiert die Stadt mit links. Die Faschingszeit ist für alle Karnevalisten gemacht, denen die Brauchtumspflege besondere Freude macht. Geht nicht, gibt's nicht in der Stringser Welt. Wir regieren mit und zur Not auch ohne Geld. Strela! 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 So, liebe Narren, liebe Narren, jetzt kommt der große Augenblick, jetzt geht's los. Jetzt verkünden wir das neue Thema für die Faschingssaison 2014-2015 in unserem Faschingslied in der dritten Strophe. Zum Motto im kommenden Jahr. Eure Wünsche sind uns bekannt. Der Spaß ist wieder der Star. Der Alltag wird umgerannt. Ob Zauber, ob Geist oder ein Orakel, ganz strings ist wieder der Hit. Es gibt ein fröhliches Schlossspektakel, Jung und Alt feiern wieder toll mit. Dankeschön! Ja, damit ist die fünfte Jahreszeit hier in Strela eröffnet. Wir freuen uns auf viele schöne Veranstaltungen, auf einen wunderschönen Umzug am Sonntag, dem 15. Februar, hier durch Strengser Gassen. Wir bedanken uns für alle, die heute hier geholfen haben. Wir bedanken uns bei unserem Bürgermeister, bei unserem Harry Göldner, dass er den Schlüssel wieder freiwillig rausgerückt hat. Es ist nicht ganz so Sitte überall. Hier in Strela, da macht es Freude, da macht es Spaß. Da sind wir wieder dabei.